Hallo zusammen. Ja, ich habe meine Nägel schon mal aufgefüllt. Drei habe ich jetzt gelassen, vom Design her. Hier seht ihr einmal, wie es wird. Und bei der nehme ich euch mit. Die Modellage habe ich jetzt gemacht mit dem Dynamic Base als Haftschicht. Perfect Builder Make-up Gel. Das ist das ohne Nummer. Und mit dem High Quality Sculpture Gel. Alles von Chameleon Company. So, damit habe ich die Modellage erstellt. So, jetzt mache ich beim Mittelfinger ein French mit dem Farbgel Silk One Stroke Celebration. Das mache ich mit so einem schrägen Pinsel. Den nehme ich immer für Farben. Ich weiß gar nicht, ob es den da noch gibt. Den habe ich mal von American Nails gekauft. Der ist aber auch schon ordentlich bearbeitet. Wenn dann immer mal so Borsten abstehen, dann schneide ich die einfach weg. Was soll's. So, mal gucken, dass ihr was sehen könnt. Ja, und beim French mache ich das immer so, dass ich das Gel halt schiebe. Also ich setze nicht direkt an, sondern ich schiebe das Gel vor mich her. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt dieser Vorführeffekt, dass das auch klappt. Viele nehmen ja auch diese Smyline-Schablonen. Da gibt es auch ganz, ganz tolle beim Smyline-Shop. Aber ganz ehrlich, ich bin zu blöd dafür. Und damals war das halt bei meiner Aufbauschulung. Da wurde halt, da musste halt French gekonnt werden mit dem Pinsel, ne? Also, das wurde dann halt geübt. Und ich denke, jeder entwickelt da auch seine eigene Technik. So dieses Andocken zum Beispiel, weil dann ist das ja halt unterm Aufbau, das French. Das ist zum Beispiel irgendwie gar nicht so meins, weil, ja, ich bin halt schusselig. Und dann feile ich mir dann gerne auch mal wieder was weg. Und diese One-Stroke-Farben von Chameleon Company. Ich muss mal eben kurz den Finger drehen. In die andere Richtung. So. Diese One-Stroke-Farben, die sind echt super deckend. So, und wenn ihr das Gel vor euch her schiebt, dann wird die Smiler noch wirklich scharf.
So, jetzt muss ich noch mal eben gucken, ob das so passt. So, das lasse ich jetzt mal eben für 30 Sekunden in meiner UV-LED-Kombilampe aushärten. So, dann werde ich gleich eine zweite Schicht machen. Aber, gerade mal überlegen, ich kann ja auch eigentlich gleich bei dem Ringfinger mache ich ein Full Cover mit derselben Farbe. Und da ist halt auch immer, ne? Schön das Gel schieben. Und dann bekommt ihr hinten auch einen schönen Abschluss. Und immer schön weit an den Rand, aber nicht in den Rand. So, jetzt geht's aber für 30 Sekunden in die Lampe. Jetzt mache ich eine zweite Schicht auf den Fremdschnabel. Ich habe die Nägel komplett neu verlängert, aber mit Tipps, weil ich auf Schablonenverlängerung bei mir immer keine Lust habe. Der Frosch von nebenan ist auch wieder aktiv. Ah, schön. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, aber zwischendurch quakt der Frosch von nebenan aus dem Teich immer. Voll süß. So, das geht jetzt nochmal für 30 Sekunden. In die Lampe. So, dann kann das weg. Man kann es auch wegschmeißen, muss man aber nicht. Uiuiui. So, Pinsel sauber machen. Achso, und ich habe für French Weiß habe ich einen separaten Pinsel. Das ist auch ein Schrägpinsel. Den habe ich, ich glaube, der ist von ABC Nail Store. Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube aber schon, ich glaube, das ist der 4er Smile. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Schon so lange her. So, jetzt habe ich das. Jetzt nehme ich bei dem hier die Schwitzschicht mal eben runter vom French. Und dann habe ich so eine Bufferfeile, die ist nur für mich. Die ist von Camille & Company und die hat 100, 180. Und die 100er, die ist echt so klasse, dass man damit auch beim Aufbau befeilen, da kann man hinterher ruhig nochmal mit der Seite rübergehen, um das ein bisschen zu glätten. Das wird nicht zu glatt. So, und dann nehme ich aber halt die feinere Seite und gehe da einmal nur vorne über das French. So.
So, dann geht's weiter. Und zwar stempel ich jetzt oder mache ich den Nagel erstmal fertig? Nein, ich stempel jetzt einfach schon mal. So, und zwar, die kommt später, die hier. Das ist die P5 von Magno Nails. Stempellack ist so ein günstiger von Essence. Und das ist mein Stempel. Den hatte ich euch schon mal gezeigt in dem Video, wo ich euch meinen Einkauf bei der Hausmesse von Nails 2000 gezeigt hatte. So, da werde ich jetzt dieses Muster, weil seht ihr ja, ne? Seht ihr? Ja. Das kommt halt auf die halt drauf. So. Dann nehme ich den Lack. Ich glaube da. So. Und dann nehme ich den Scrubber und wirklich ganz locker nur drüber. Wer durchgucken will, kann durchgucken. So. Mal eben den Strunz von der Haut wegmachen. Ist. So, bei ein bisschen raus, damit ihr was sehen könnt. So. Ja, so ist ganz gut. Und wieder Farbe drauf. Und ich finde den Lack von Essence echt klasse. Also ich habe mit dem keine Probleme. So, jetzt gucke ich halt durch. Konntet ihr jetzt was sehen? Ich weiß es nicht. So, sauber mache ich den immer nur mit einer Fusselrolle. Setzen. Das mache ich mit dem, muss ich mal gucken, Shine Creative Color Nummer 18, das ist das Weiß von Chameleon Company. Nehme mir ein Spotty mit einer, ja, kleinen Kugel, aber nicht zu klein. Und dann setze ich mir hier einfach Punkte. Einmal in die Richtung. Und einmal in die. Das härte ich jetzt nur eben an. Ansonsten 30 Sekunden unter der Kombilampe. Dann ist das auch komplett durchgehärtet. So, das haben wir. Jetzt muss ich mal gucken. Und zwar bei dem kleinen Finger möchte ich dieses. Könnt ihr das sehen? Dieses Muster hier. Das finde ich ganz schön. Das werde ich halt an die Seiten setzen. Also ich werde jetzt erstmal die Stempelsachen fertig machen. So. Das kommt jetzt auf den kleinen. Dann gucke ich
Ja, ich gucke durch und setze schon ab. Das ist natürlich unpraktisch. Ah, okay. Wir wissen ja, wie es geht. Also nochmal sauber gemacht. Warum sollte es auch ohne Probleme funktionieren, ne? Wenn man außen ein paar Patzer reinbauen kann. Ich habe auch keine Lust, das Video zu schneiden. Deswegen lasse ich das so. Und ich glaube, es gibt immer mal jemanden, der, wo es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. So. Da habe ich jetzt einmal auf dieser Seite. Natürlich verkehrt rumgesetzt. Ich kann mich gerade wegschmeißen. Wieso habe ich das denn verkehrt rumgesetzt? Jetzt lege ich die Schablone auch anders hin. Und nochmal mit der Rolle. So. So, das ist Nummer 1. So, und auf die Seite. Ich muss ja auch mal gucken, ob ich überhaupt im Bild bin. Ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Damit gehe ich jetzt hier am Rand einmal lang. Und schon ist schick. So. Dann kann das schon mal wieder zur Seite. Also wie gesagt, ich komme mit dem super klar, der deckt wunderbar. Muss jeder selber wissen, was er so benutzt. So, dann würde ich sagen, ich versiegel mal eben den Nagel. Dafür nehme ich den Flex Quick Finish von Chameleon Company. Und ich mag halt diese Schnellversiegler. Ich lasse die Versiegler immer 90 Sekunden aushärten in der Kombilampe. 60 wird auch schon reichen, aber 90 ist auch gut. So, jetzt muss ich aber noch mal eben hier, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, ne? Oben am Rand, dann mit den Pinselflaschen, beziehungsweise mit den Pinseln aus den Pinselflaschen.
muss ich halt immer ein bisschen mehr gucken, dass es auch wirklich alles bis zum Rand, aber nicht in den Rand. Weil wer meine Videos kennt, der weiß, auch das gefällt mir zwischendurch mal. So, das geht jetzt für 90 Sekunden in die Lampe. So, ich habe den kleinen Nagel jetzt auch eben gleich mit versiegelt, weil ich mir da jetzt Steinchen kleben werde. Dafür nehme ich mir Tippkleber, mache ich mir ein bisschen was auf so eine Trägerfolie von den Schablonen. So. Ja, ich denke, das kann man gut sehen. So. Also die Steine, die finde ich total toll. Die hatte ich bei einer gekauft, die hat einen eBay-Shop, aber auch eine Facebook-Gruppe. Und wie gesagt, die Steine sind toll. Ich werde aber nicht nochmal bestellen, weil ich hatte die bestellt. Und dann sagte sie, ja, hatte sie denn geschrieben, ja, du kannst mir den Ausdruck da, also halt vom Online-Banking. Das könne ich ihr per Mail zukommen lassen und dann kann sie das halt nächsten Tag gleich rausschicken. Ich mich natürlich gefreut, habe das dann auch gemacht. Vom Online-Banking halt, ja, das ist dann ja schon eher so der Buchungsumsatz. Ja, das habe ich ihr dann geschickt und damit sie, weil sie wollte das ja ohne auf das Geld zu warten, wollte sie das losschicken. Dann habe ich gedacht, okay, du bist eine ehrliche Sau, damit sie dann auch auf der sicheren Seite ist, habe ich ihr dann einen Link zu meinem damaligen Eintrag im Netz geschickt. Und da fragte sie, weil das war ja Ivy Nails damals, und da fragte sie dann, ob sie das so übernehmen sollen. Und da habe ich extra nochmal gesagt, nein, das geht nur um die Adresse, weil da auch die Telefonnummer bei ist. Das sollte zur Sicherheit für sie sein, weil sie das ja halt ohne auf das Geld zu warten losschicken wollte. Ja, dann hat sie dann nochmal geschrieben, ob sie die Adresse so nehmen soll. Dann habe ich ihr nochmal geschrieben, bitte Yvonne Bandrei. Und es geht nur um die Adresse und die Telefonnummer. Jo. Ende vom Lied war, sie hat das wohl dann auch ganz schnell rausgeschickt, war auch ganz, ganz toll. Nur kam der Postbote und wollte eine Lieferung an Ivy Nails ausliefern. Tja, Ivy Nails gibt's nichts mehr. Gibt es nicht mehr. Und ja, und somit hatte sich das erledigt, denn die Postboten, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich aufgeregt. Ich hätte dem am liebsten, weiß ich auch nicht, was an den Kopf geknallt, aber mein Gott, er hat ja auch nur seinen Job gemacht. Aber es ist halt so, dass die das dann nicht ausliefern dürfen. Das dürfen die nicht. Tja. Ich hatte dann der Guten eine Nachricht geschickt, dass es ganz toll ist, dass die Sachen angekommen sind, aber der Postbote das wieder mitgenommen hat, weil es halt an Ivy Nails adressiert war, wo nicht nochmal mein Name aufgetaucht ist, sondern nur Ivy Nails mit der Adresse.
Und dass das halt jetzt wieder zurück zu ihr kommt. Und dann kam halt, dass wo ein Missverständnis war und naja, dann sollte ich den vollen, also dann sollte ich nochmal das Porto bezahlen komplett. Und da habe ich gesagt, nö. Also es war nicht mein Fehler. Ich habe ihr das nur für sie zur Sicherheit geschickt, diesen Link. Ihr zweimal gesagt, nein, nicht so übernehmen. Zweimal habe ich geschrieben an Yvonne Wandrei. Naja, mein Mann hat dann gesagt, komm, du möchtest die Steine doch so gerne haben. Wenn sie dann sagt, ja, dann wenigstens die Hälfte Porto teilen. Er sagt, dann mach das. Ich denke, naja, okay. Dann habe ich mich darauf eingelassen. Ja, und es war wirklich so, sie schrieb mir dann, ob wir uns das Porto dann wenigstens teilen können. Dann habe ich geschrieben, ja. Können wir machen. Ja, das haben wir dann auch getan. Ich musste dann nochmal 1,80 € bezahlen. Ja. Und als das Päckchen dann bei ihr wieder ankam, hat sie es dann wieder losgeschickt. Und wie gesagt, ich hatte das ja nur zur Sicherheit für sie, dass sie sich sicher sein kann, dass es auch alles so stimmt. Naja, dafür durfte ich dann doppelt zahlen. Nicht so schön, aber naja. Ich gucke dann halt, wo ich solche Steine woanders auch bekomme. So, jetzt nehme ich mir, ich habe das ja jetzt abgewischt hier, den Tippkleber, den Rest, ein bisschen Versiegelungsgel ohne Schrittschicht, einen Pinsel und dann bette ich die halt einfach so ein bisschen ein, nur am Rand. Gut, wenn ich im Bild bin, ne? Ja. Also wie gesagt, die Steine, die sind wirklich toll. Kommen den Swarovskis auch sehr nahe. Und nur für mich ist das halt kein Kundenservice, wenn man so mit den Kunden umgeht und man will halt nur für den Shop auf Nummer sicher gehen und schickt den dann halt einen Link, damit die sich auch wirklich sicher sein können, weil sie hätte dann ja auch anrufen können oder wie auch immer. Dafür, dass man dann ehrlich ist und alles ordentlich haben möchte, muss man den noch bezahlen. Und hätte mein Mann nicht gesagt, komm, mach das, dann hätte ich auch nicht bestellt. Dann hätte sie mir mein Geld zurücküberweisen können und gut wäre gewesen, ne? So, das ist jetzt nur so ein bisschen zum Schutz. Und das geht jetzt auch nochmal in die Lampe. So, dann kann das dahin. So, dann hole ich mal eben das Pigment und so raus und dann geht es gleich weiter. So. Ich habe jetzt auf dem Fullcover-Nagel auch nochmal den Versiegler aufgetragen. Mein Pigment bereitgestellt. Und dann wollen wir das gleich mal ein bisschen chromen. So, ich lasse das 1 Minute drin. Dann raus.
pinseln. So. Also mehr Chrom geht nicht, ne? Das ist der Hammer. So, bevor ich versiegel, gehe ich einmal mit der Feile an den Rändern lang. Wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. So, damit der Versiegler dann auch gut haften kann. Und leider habe ich noch keinen Versiegler gefunden, der den Effekt hält. So, normalerweise versiegel ich nicht unbedingt so wahnsinnig viel, aber bei Chrom ja. So, und das geht dann nochmal wieder in die Lampe. Ja, also wie gesagt, den Chrom-Effekt, ich meine, ihr seht das ja hier, ne? Also der Nagel, wie soll ich euch das jetzt zeigen? So. Also es spiegelt sich schon und auch nicht wenig. Ja, also das ist echt toll. Aber wie gesagt, so wie das Pigment aufgetragen ist und dieser Hyperchrom-Effekt, der ist dann halt nicht mehr da, wenn es dann versiegelt ist. Aber das finde ich nicht schlimm. Ich finde das toll. Ich mag das. So. Jetzt bereite ich mal weiter vor. Einmal weg, einmal frisch. So. Dann nehme ich mir mein Creative Color Nummer 18, das ist das Weiß. Dann ein klares Acrylpowder. Da ist Schmotter drin. Das ist eigentlich eh nicht, aber so, das ist jetzt ausgehärtet. Und jetzt könnt ihr das ja sehen, ne? Also es spiegelt schon echt super. Also ich finde das klasse. So, dann nehme ich mein, welcher ist denn das? Master Detailer von Chameleon Company. Jetzt bin ich da wieder mit der Finger dran. Mann. So, gut. Also. Und mach mir dann halt einfach nur so einen Schnupselkram. Schnörkel, wie auch immer. Weil so malen ist ja gar nicht meins, ne? Aber die gehen immer. Komischerweise. Und dann mache ich das so, dass ich das einfach hier so ein bisschen um die Ecke ziehe und dann runter.
muss ja, also ich muss immer gucken, was ich an Nail Art mache, weil es ja an beiden Händen sein soll dann. Weil es ja blöd, ich meine, jetzt ist es auch, also die rechte Hand sieht nicht so aus wie die linke, aber egal. So, das habe ich jetzt aufgetragen. Jetzt nehme ich mir die Schaufel von dem Pro-Pusher und dann immer schön das klare Acrylpowder. So, ich lasse das immer so ein bisschen absinken und dann sehe ich ja, wo es nochmal wieder nachglänzt. So, das härte ich jetzt nochmal aus. Und dann gehe ich auch direkt Hände waschen, damit das dann auch wirklich fertig aussieht. Also, bis gleich. So, Hände sind gewaschen. Und das sind sie nun fertig. Ich mache bei mir immer irgendwelche Sachen. Also momentan habe ich wieder Lust, so ein bisschen auf Farbe und ja. Ja, also wie gesagt, bei diesen Steinchen, auch wenn ich da, wenn das für mich erledigt ist, das Thema, schicke ich euch, setze ich euch den Link in die Infobox von dem eBay-Shop. Und ja, mir gefällt das richtig gut. Vor allen Dingen auch dieser Kontrast von diesem Chrom. Und hier seht ihr das, glaube ich, jetzt auch nochmal richtig, ne? Also, seht ihr das? Spiegelt auch richtig. Aber es ist halt nicht so extrem, wie wenn es halt aufgetragen ist und nicht versiegelt ist, ne? Aber ich bin super begeistert. So. Wie gesagt, Chrom gegen dieses Matte. Fand ich mal richtig toll. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.